Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles Age of Heroes. Heute schauen wir uns die Quest von Freya an, aber keine Angst, ich werde nicht zu viel spoilern, so dass ihr beim Update auch noch euren Spaß an den Quests haben könnt. Außerdem schauen wir uns natürlich an, was uns Freya am Ende geben wird und wie ihre Stats als Kämpferin sind. Die gesamte Questreihe besteht aus mehreren Steps. Oft muss Freya sich 8 Stunden ausruhen, weshalb es durchaus ein paar Tage dauert, bis ihr die Questreihe beendet habt. Ob Funcom hier noch Dinge ändern wird, das sehen wir dann zu Release. Welche Stats Freya am Ende haben wird, basiert auf den Entscheidungen, die ihr während der Questreihe trefft. Ich stelle euch heute die Stats aus meinen Entscheidungen vor. Im Gegensatz zu Liu Fei müsst ihr euch bei Freya nicht direkt vorbereiten, da ihr bei ihren Quests überwiegend kämpfen müsst. Es empfiehlt sich also, eine gute Ausrüstung zu tragen und genug Heilmittel am Start zu haben. Freya wird sich euch in manchen Schritten immer wieder als Kämpferin anschließen. Sollte sie sterben, finden wir sie an ihrem üblichen Standort, wo wir sie als letztes angetroffen haben. Eine wichtige Sache: In einer Quest müsst ihr mit ihr in den Vulkan reisen. Hier ist es also sinnvoll, sich geeignete Kleidung mitzubringen. Die Geschichte um Freya ist ziemlich interessant und am Ende auch ein bisschen traurig. Im Gegensatz zur Liu Fei Questreihe gefällt mir Freyas daher besser. Aber kommen wir zum wichtigsten Punkt, und zwar Freya selbst. Sie startet nämlich nicht bei Stufe 0, sondern mit Stufe 5 bei einer Gesundheit von 2339. Außerdem hat auch sie bereits alle Perks. Zu diesen zählen bei mir Massaker. Ihre Angriffe lösen bei Feinden Blutungen aus. Schlagt ihr einen dieser Feinde, regeneriert ihr Gesundheit. Barbarische Hiebe. Ihre Angriffe können nicht mehr geblockt werden. Finde ich persönlich sehr nice. Blutbad. Tötet Freya einen Gegner im Kampf, wird sie geheilt, was auch im Prinzip eigentlich richtig cool ist. Freya lernt uns das Erbstückschwert oder auch Hjör Trimul, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, genannt. Ich habe für euch einmal das Normale und das Epische gebaut, jeweils mit und ohne verbessertem Waffenschaden-Kit und einem T4-Schmied. Die normale Version hat eine Haltbarkeit von 1036,8 bei einem Gesundheitsschaden von 37 und einer Rüstungsdurchdringung von 18%. Bei der verstärkten Version haben wir einen Schaden von 43 und 1% mehr Rüstungsdurchdringung. Die epische Version hat eine Haltbarkeit von 1296 bei einem Gesundheitsschaden von 54 und einer Rüstungsdurchdringung von 17. Das Verstärkte kommt mit 60 Schaden daher und ebenfalls 17% Rüstungsdurchdringung. Warum es jetzt in der epischen Version nur 17% sind und nicht wie bei der normalen 18, das kann ich euch leider auch nicht sagen. Die epische Version lohnt sich hier natürlich mehr, je nachdem welche Verbesserungskits ihr verwendet. Was haltet ihr von Freya? Ist sie doch besser als Liu Fei? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Und jetzt, meine Lieben, wünsche ich euch aber noch einen schönen Abend und bis bald.